Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von diesem Vlog jetzt. Und ja, in diesem Vlog wollte ich mal erzählen, wie ich eigentlich meine Vlogs so mache, weil ich hatte das zwei, dreimal in persönlichen Nachrichten, die mir zugeschickt worden sind, dass Leute gesagt haben, ja, das sieht ja so einfach aus irgendwie. Ich hätte ja vielleicht auch was zu erzählen, was vielleicht der eine andere hören möchte oder was irgendwie wichtig ist. Und ja, aber ich traue mich nicht so richtig oder so. Und oder ich habe gar nicht so viel Zeit. So, das klingt auch öfters mal, wenn man sich so durch YouTube klickt, in Kommentaren an, dass das der eine oder andere sagt. Und ja, deswegen mache ich jetzt mal diesen Vlog, um zu erzählen, wie. Ja, wie einfach das eigentlich ist zu vloggen. Und also ich fange jetzt mal von vorne an. Wenn ich jetzt vloggen möchte, dann überlege ich mir, also irgendwie kommt mir eine Idee über dieses Thema. Ja, da könntest du mal was sagen im Internet. Interessiert vielleicht den einen oder anderen. Und ja, dann versuche ich über das Thema ein bisschen nachzudenken. Mir ein paar Gedanken zu machen, was sind denn da die Aspekte, was ist da wichtig. Einfach so mal die Gedanken ein bisschen frei laufen lassen. Und worüber ich mir keine Gedanken mache, da komme ich jetzt gleich zu, ist über den Vlog an sich und auch niemals über den konkreten Text in Worten, die ich sage. Weil dann wird mein System, zu dem ich jetzt gleich komme, der kleine Android, überhaupt nicht funktionieren. Wenn ich dann vlogge, muss ich erstmal ein bisschen beachten, wo stelle ich die Kamera hin. Bei meiner Kamera ist das ein bisschen schwierig mit dem Licht. Ich habe hier dieses Badezimmer gefunden mit da, da, da habe ich Licht. Das funktioniert ganz gut. Beim letzten Video ist es auch ein bisschen daneben gegangen wegen direkter Sonneneinstrahlung. Ich befürchte, die kommt jetzt schon wieder raus. Da kann meine Kamera dann irgendwie nicht so gut drauf. Naja, egal. Dann sind erstmal die Vorbereitungen. So. Dann mache ich mir so ein. Also, na, nochmal direkt. Direkt vor dem Vlog denke ich überhaupt gar nicht an das Thema, sondern mache mich einfach so ein bisschen locker. Bisschen Gymnastik oder so. Oder Musik hören, was auch immer. Kopf einfach ein bisschen freikriegen. So. Und dann benutze ich einen Trick, den ich vom Headshift-Video an verwendet habe. Und zwar, ich stelle mir vor, die Kamera ist so ein kleiner Android, kann man sich ungefähr so vorstellen wie R2D2. Das ist dieser nette Herr hier. Ich hoffe, man kann das jetzt gleich auch erkennen im Video. Der spricht meine Sprache nicht irgendwie. Die Kamera redet ja auch nicht mit mir. Aber ich weiß, sie kann mich verstehen. Und der versuche ich, genau wie ich das jetzt tue, meine Gedanken in freien Worten zu erzählen. Dabei, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ja, ich stelle mir wirklich vor, wie so ein Mensch, ich erzähle der Kamera, was ich zu sagen habe und versetze mich auch in die Situation, wie, als wenn dies ein Lebewesen wäre. Ich habe auch nur einen Versuch. Es gibt deswegen bei mir auch quasi keine Outtakes, weil es funktioniert eigentlich nur so, dass ich so natürlich mit einigermaßen vernünftigen Redefluss sprechen kann, wenn es spontan kommt. So als würde ich es jemandem erzählen. Ich habe keinen Bock, ich habe dem das schon mal erzählt. Jetzt erzähle ich das ein zweites Mal. Nee, nee. Das hat zwei Vorteile. Erstes Mal, ich finde, das Ergebnis ist besser.
als wenn ich jetzt irgendeinen Text lernen würde. Auswendig lernen kann ich sowieso nicht so gut. Und ja, auch irgendwas ablesen oder so, das wirkt dann leicht gestelzt, ne? Gut, jetzt dadurch, wie ich das mache, irgendwie ist der Text nicht ganz so perfekt und geklättet und ass. Und wenn ich in Englisch rede, was ich ja schon mal probiert habe, ist das noch viel katastrophaler. Aber ich meine, vom Ergebnis her ist es immer noch besser, als sich groß vorzubereiten, irgendwie einen Text. Und dann kommt das gar nicht so richtig rüber. Und ja, der Trick mit dem kleinen Androiden, der hat mir da wahnsinnig weitergeholfen. Also inspiriert hier durch R2D2. Ja. Also Jungs, Mädels, Damen, Herren, wenn ihr was auf dem Herzen habt, flocken wollt, macht's einfach. Ist ganz einfach. Und mit diesem Trick vom kleinen Androiden kostet auch keine Zeit. Man braucht nicht mehrere Versuche. Man macht einen Versuch. Der Flock dauert so lange, wie er dauert. 3 Minuten Vorbereitungszeit, Kamera aufstellen, Licht anschalten. Ja. Das Längste bei mir dauert, diese Kamera macht so Move-Dateien. Die sind ziemlich groß. Deswegen dauert der Upload bei mir ziemlich lange. Wenn ich so ein 10-Minuten-Video mache, dann dauert das 1,5 Stunden, bis das bei YouTube oben ist. Na gut, derzeit kann ich Tee trinken. Ne? Also, Jungs, Mädels, Damen und Herren, traut euch einfach.